Herzlich willkommen zu einem neuen Video von GarnierTV. Mein Name ist Lukas Müller und wie ihr sehen könnt, stehe ich schon wieder vor den Aquarien. Das hat einen besonderen Grund. Wir haben unsere Videoplanung ein bisschen nach hinten geschoben, weil ihr euch so zahlreich gewünscht habt, dass ich noch ein bisschen mehr über meine Anlage erzähle. Und besonders viele haben sich gewünscht, dass ich ein Becken speziell herausnehme und ein bisschen darüber was erzähle. Das werde ich tun. Das handelt sich hier um das Becken hier. Das ist ein 30 Liter Aquaartbecken und dort drin befinden sich Snow White Garnele. Wer das Video über meine Anlage hier komplett hinter mir, was ihr hier sehen könnt, noch nicht gesehen hat, kann gerne einmal hier klicken. Ich verlinke das hier. Wer auf dem Tablet oder auf dem Handy unser Video guckt, kann einfach in der Videobeschreibung den Link anklicken. Ich wünsche euch viel Spaß damit und film ab. Schon mal gesagt, möchte ich euch heute mein 30 Liter AquaArt Aquarium hier vorstellen mit den Snow White Garnelen drin. Wie ihr eben auf den Bildern sehen konntet, sind einige Snow White da drin. Wir haben hier keine große Bepflanzung, wir haben hier 1-2 Muskugeln drin, dann haben wir hier einzelne Stängelpflanzen drin, hier war mal ein bisschen mehr drin. Leider hat sich das hier drin nicht gehalten, was die Garnelen aber nicht gestört hat, sich zu vermehren. Das Becken fasst 30 Liter Wasser. Als Bodengrund nutze ich den Red Bison. Dort unter sind Bodenfilterplatten mit einem Steigrohr. Zusätzlich habe ich dann noch einen Lufthebefilter, also einen Schwammfilter, damit die Tiere nicht, also die Junggarnelen zum Beispiel, nicht eingesaugt werden und sterben. Ja, dann habe ich hier noch einen Heizstab drin. Denn die meine Snow Whites halte ich nicht bei Zimmertemperatur wie meine anderen Garnelen, sondern hier, die haben es etwas wärmer. Wenn sie es etwas wärmer haben, dann habe ich festgestellt, vermehren sie sich viel mehr, als wenn ich etwas kälteres Wasser habe, wie jetzt zum Beispiel nur die Zimmertemperatur von ungefähr 23 Grad. Ich habe die Temperatur auf 26 Grad gestellt, also herrscht eine Dauertemperatur im Jahr von 26 Grad da drin. Die Tiere wachsen relativ schnell bei der Temperatur und der Nachwuchs bzw. das Vermehren klappt auch sehr gut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Beleuchtung ist eine ganz normale T8-Röhre, die Standard, die bei den AquaArt schon mit eingebaut sind. Noch keine LED, wird aber demnächst noch umgerüstet. Und zur Story, ich hatte mal mit 10 Snow White Garnelen angefangen, jedoch sind mir dann viele eingegangen, dass ich glaube ich nur noch 3 Stück über hatte. Und dann haben sie sich aber doch noch, diese 3 Stück waren noch 2 Weibchen und ein Männchen dabei. Und dann haben sie nochmal den Mut zusammengefasst, sage ich mal so, spaßeshalber, und haben sich dann echt noch vermehrt. Beide wurden schwanger, die beiden Damen. Und es herrschten dann echt viele kleine Junggarnelen da und wie man jetzt sehen kann, sind es echt viele geworden. Ich glaube 30, 40 Stück sind das jetzt hier drin. Die Jungtiere auch, die sieht man aber leider auf den Kamerabildern nicht. Zurzeit ist aber auch keine tragend. Ja, der Wasserwechsel. Wie wechsle ich Wasser, beziehungsweise wie oft? Ich wechsle einmal die Woche, das heißt alle 7 Tage, immer am Samstag bei meinen Aquarien Wasser. Auch bei diesem Becken hier, dadurch, dass ich Red Bison habe, mache ich das mit ganz normalem Leitungswasser, fülle ich dort auf. Ich nehme ungefähr 5 bis 7 Liter aus diesem Becken heraus und fülle dann neues Frischwasser direkt aus der Leitung, weil ich Wasserwechsel mit einem Gartenschlauch mache. Dazu kommt aber noch ein späteres Video mal, wie ich meinen Wasserwechsel bei meiner Aquarium mache. Ja, schadet den Tieren überhaupt nicht, meine vermehren sich sehr gut und jeder weiß oder die es nicht wissen, man sagt über so ein Zoll, also den Bodengrund, der aktiv ist, wie der Red Bison, muss man jährlich austauschen. Das tue ich nicht immer. Meiner ist jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr drin. Die Wasserwerte sind immer noch relativ gut, sage ich mal so. Also es ist nicht mehr so weich, das Wasser, aber es ist immer noch so weich, dass die Tiere sich wohlfühlen und auch vermehren. Und solange ich das Gefühl habe, sie fühlen sich wohl, sie vermehren sich, sie fressen ordentlich
werde ich daran auch erstmal nichts ändern. Ja, viel gibt es hier nicht zu sagen. Wie man sehen kann, sind an den Scheiben sehr, sehr viele Algen. Ich mache immer nur die Frontscheibe sauber. Alle 2 Wochen putze ich die mit Filterwatte einmal. Die Seiten hinten lasse ich immer veralgen, weil es sehr gute Abweideplätze sind für die jungen Garnelen. Ich habe schon verschiedene Tests gemacht, immer wo Garnelen drin sind, wo es viele Algen an den Scheiben gibt. Dort kommt mehr Nachwuchs durch, als wenn Scheiben da sind, die kaum Aufwuchs haben. Ich denke, das liegt einfach an der Nahrungsquelle, dass die jungen Garnelen eine dauerhafte Nahrungsquelle oder eine sichere Nahrungsquelle haben. Und ja. Hat dir mein Becken gefallen? Hast du auch selbst Snow White Garnelen und habe ich das gut genug für dich vorgestellt? Gibt es vielleicht noch was anderes, was ich vorstellen sollte? Schreib es einfach unten hier in die Kommentare rein. Wenn du sonst noch Anregungen hast oder Fragen, schreib es auch hier unter dieses Video. Ich diskutiere und beantworte gerne alle Fragen. Für diejenigen, die uns auch mal so Kommentare oder Fragen stellen und manchmal keine Antwort kriegt, das liegt nicht immer an uns. Uns werden nicht immer alle Kommentare und beantworte gerne alle Fragen. Für diejenigen, die uns auch mal so Kommentare oder Fragen stellen und manchmal keine Antwort kriegt, das liegt nicht immer an uns. Uns werden nicht immer alle Kommentare angezeigt und auch nicht alle neuen. Und wir können leider nicht unter jedes Video gucken, oh, gibt es da jetzt einen neuen Kommentar. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, uns per E-Mail anzuschreiben. Da könnt ihr über ein Kontaktformular auf unserer Webseite www.garnelentv.de uns erreichen. Oder aber ihr schreibt einfach unter euren Kommentar einfach nochmal eine Verlinkung oder ihr schreibt nochmal etwas, damit wir es irgendwie lesen können und euch natürlich antworten. Ja, hier kommt ihr nochmal zu einem Video. Ich war nämlich mal im Fernsehen dieses Jahr beim NDR in der Sendung Das. Hier könnt ihr euch nochmal diesen Beitrag anschauen und hier unten kommt ihr dann nochmal verlinkt meine Anlage, was ich vorletzte Woche euch vorgestellt habe, wo ich einen kleinen Einblick über meine Anlage gebe, nochmal zu diesem Video. Hier unten in der Ecke könnt ihr unseren Kanal abonnieren, damit verpasst ihr keine Videos mehr. Unter mir findet ihr nochmal den Website-Link und ich verabschiede mich mit Schaust du gerne in TV, wirst du gerne in Schlau. Bis dann!